Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einer weiteren FIFA 21 RTG-Folge auf meinem Kanal. Wenn euch das Video gefällt, lasst direkt ein Like da und ein Abo, würde mich auf jeden Fall freuen. Heute steht richtig, richtig viel an in der Folge. Als erstes schließen wir erstmal den guten Adama Traoré Freeze ab. Eine saugeile Karte als Linksverteidiger, den werde ich allerdings in meinem Team richtig ekelhaft als Innenverteidiger spielen. Da werdet ihr gleich sehen, wie ich das mache. Ansonsten, in dem Team waren alle untauschbar. Und bevor wir hier so richtig rein starten in die Folge, wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem Weihnachtsgeschenk, könnt ihr gerne meinen Partner Empochi abchecken. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die verkaufen aktuell Gutscheine, also die könnt ihr dann natürlich direkt auch runterladen. Und mit meinem Code Julius20, normalerweise ist das Julius5, aber aktuell Julius20, bekommt ihr dort 20% Rabatt. Und könnt euch die Gutscheine abgreifen und dann einfach schnell unter den Weihnachtsbaum legen für die Leute, die mal wieder zu spät die Weihnachtsgeschenke eingekauft haben. Da kenne ich auch einen, der heißt JuliusFGU. Grüße gehen raus. So viel dazu, wir gehen rein in die zweite SBC. Da habe ich auch sehr viele Untrades abgegeben. Ich konnte den Traoré sozusagen für knapp 5000 Münzen abschließen. Klar, die Untrades habe ich jetzt natürlich nicht mehr, aber ich habe nur ca. 5000 Münzen für den guten Traoré ausgeben müssen. Und man hat sogar zwei einigermaßen stabile Packs bekommen. Vor allem abgeschlossen habe ich den Adama Traoré, weil meine Neo-Teammates, sage ich einfach mal, Dullen Mike und Lenny, auch beide von dem extrem überzeugt sind von dem Adama Traoré. Die spielen den beide auch als Innenverteidiger. Und da dachte ich mir, wenn die das schon machen, muss ich das auch machen. Ist eigentlich eine recht coole Variante. Eigentlich bin ich ja jetzt nicht der Typ, der unfassbar viele SBCs abschließt, aber hier hat es ganz gut gepasst. Hector Bellerin gibt Adama Traoré den Link. Im Tor habe ich dann den Untrade Pacheco in Rot noch. Da könnten wir auch De Gea oder Hugo Lloris spielen oder Areola oder sowas in der Richtung. Alisson und Joe Gomez konnte ich dadurch auch erstmal wieder verkaufen. Damit habe ich natürlich auch nochmal knapp 100.000 Münzen rausgeholt, also wieder zurückgeholt sozusagen. Alisson war bei mir definitiv überragend, gar keine Frage, hat mir super gefallen. Und Joe Gomez war natürlich auch eine absolute OP-Karte, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Und damit sind wir mittlerweile bei 2,5 Millionen Coins, das läuft aktuell sehr, sehr gut. Erst gestern in der Episode haben wir natürlich den guten Essier gezogen, dadurch konnten wir Kanté verkaufen für 300.000 Münzen, also das hat auf jeden Fall auch nochmal gut gesaftet, sage ich einfach mal. Und dann schauen wir uns mal die zwei Tradable Packs an, weil das ist einfach schon wieder zu wild, was ich da gezogen habe, das kannst du wirklich keinem erzählen. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen es bereits. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das unbedingt. JuliusFGU heiße ich dort und dort ziehe ich momentan auch aktuell fast jeden Tag ein paar Player-Picks für die Unterhaltung der Instagram-Follower. Und ja, ich habe einfach einen Walkout gezogen. Sergio Busquets hat mir, glaube ich, knapp 34.000 Münzen gebracht, aber das war nicht der teuerste Spieler in dem Pack. Es war Rashford noch dahinter. Dieses Luck ist einfach unfassbar. Ich habe dann auch erstmal hier, wie ihr sehen könnt, den Controller weggelegt. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass ich aus den Packs hier wieder so viele Münzen gemacht habe. Ich glaube, die SBC von Adama Traoré kostet so 220.000 Münzen, wenn man keine Untrades hat. Und ich habe hier einfach mit den Packs schon direkt wieder, keine Ahnung, 150.000 Münzen rausgeholt. Das ist zu wild. Richtig, richtig nice. Dann ging es erstmal rein in die Weekend League. Wir standen 9-1 nach gestern und ihr könnt wahrscheinlich schon erkennen, wenn ich jetzt hier nicht meine letzten 10 Games zeige, wird das wohl einen Grund haben. Ja, es hat einen Grund. Ich habe diese Woche bei 14 Siegen aufgehört. Mir hat es diese Woche einfach nicht so viel Spaß gemacht und ich habe dann auch einen Entschluss gefasst, den ihr wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen habt. Ich habe mein halbes Team verkauft, beziehungsweise das stimmt nicht ganz. Ich habe Neymar und Mbappé verkauft. Da fragt man sich jetzt natürlich erstmal, warum habe ich das getan? Denn Neymar und Mbappé sind meine absoluten Lieblingsspieler in meinem Team. Vor allem Neymar. Ich hatte noch nie so einen guten Spieler wie Neymar in meinem Team, der einfach in, keine Ahnung, 200 Spielen knapp über 300 Torbeteiligungen hatte. Also der ist einfach unfassbar heftig. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu spielen, dann macht das unbedingt einfach eine gestörte Karte. Das hat aber, wie gesagt, einen Grund. Und zwar heißt der Grund Team of the Week SBC. Das war in den letzten Jahren auch schon immer der Fall, dass zu Weihnachten eine Team of the Week SBC rauskam. Letztes Jahr war da, glaube ich, Neymar im Team of the Week. Neymar hat natürlich die Team of the Week SBC vom Preis her richtig gut angehoben. Und letztes Jahr war ich in Südafrika über Weihnachten, deswegen habe ich da nicht investiert. Aber dieses Jahr dachte ich mir, dieses Jahr muss ich mal wieder reingehen und mein Glück versuchen. Deswegen habe ich
ja, die 14 Siege geholt und dann erstmal Neymar und Mbappé verkauft. Beziehungsweise ich habe meine 2,7 Millionen Coins investiert, dann habe ich Neymar verkauft, die 800.000 investiert, Mbappé verkauft, die eine Mio investiert. Damit stehen wir bei circa 4,5 Millionen Coins, die ich investiert habe. Beziehungsweise ein bisschen weniger, denn ich habe noch mal ein paar Coins übrig gelassen, denn ich möchte statt Neymar und Mbappé Rashford und Saint-Maximin spielen in der nächsten Weekend League. Die sind natürlich auch gut, aber natürlich noch lange nicht so gut wie Neymar und Mbappé. Und der Saint-Maximin wird bei mir auch nicht auf voller Chemie spielen, aber das ist dann auch halb so wild. Ich dachte mir einfach, ich muss jetzt einfach nochmal investieren, denn jetzt habe ich nochmal richtig gut die Chance, dies zu machen. Und es könnte sogar sein, dass das schon diese Woche der Fall sein könnte mit einem richtig geilen Team of the Week, weil EA hat da eigentlich echt immer Bock drauf auf eine geile Team of the Week SBC. Und es könnte sein, dass diese Woche nicht nur ein Lewandowski ein Second in Form bekommt mit 2 Toren, sondern auch ein Benzema mit 2 Toren. Mit Firmino mit 2 Toren und einer Vorlage, aber auch Cristiano Ronaldo, der hat 2 Tore erzielt. Wäre natürlich schon ziemlich wild, wenn EA dem guten Ronaldo einen Second in Form für nur 2 Tore gibt, aber es könnte gut sein. Man weiß es nicht. Ich bin jedenfalls gewappnet, bin mit 4,5 Millionen Coins reingegangen, habe mir keine Ahnung wie viel 83er Karten gekauft. Jedenfalls habe ich alles in 83er Karten gesteckt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das euch empfehlen würde, das zu machen, weil das hat einfach unfassbar lange gedauert. Ich habe da glaube ich 5 Stunden für gebraucht, 5 Stunden diese 83er Karten gekauft. Man hat da auch sehr, sehr oft dann mal einen Transferbann bekommen und dann konnte man mal eine halbe Stunde, Stunde nichts machen. Also man muss da extrem viel Zeit mitnehmen. Vor allem muss man dann fast das Doppelte an Zeit, würde ich fast sagen, nochmal ins Verkaufen stecken, weil ja, so Spieler gekauft geht eigentlich relativ schnell, 5 Stunden, alles gut, aber die nochmal zu verkaufen, das dauert nochmal, ja, definitiv länger, weil du musst ja für jeden Spieler den Preis manuell anpassen und so weiter und so fort. Also das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich hoffe einfach, dass das Invest gut aufgeht, dass wir aus den 4,5 Millionen Coins vielleicht mindestens 6 Millionen Coins machen. Damit wäre ich absolut zufrieden. Das wäre natürlich Weltklasse. Vielleicht können wir die Coins auch verdoppeln. Mit 8 oder 9 Millionen wäre ich ultra krank zufrieden. Also da können wir uns dann vielleicht sogar irgendeine Team of the Year Karte holen. Aber da wollen wir jetzt erstmal den Ball flach halten. Es hat auf jeden Fall geschmerzt, die 2 Karten zu verkaufen. Das kann ich sagen. Neymar, einfach der beste Spieler, den ich je gespielt habe, von seiner Tor- und Vorlagenstatistik her. Und Mbappé war halt mein First Owner. Mbappé hat wehgetan, aber wir müssen einfach mal an die Coins denken und hoffen, dass EA kein Auge macht und uns eine geile Team of the Week SBC gönnt. Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr auch investiert? Ich bin erstmal raus für heute. Ich kann leider am Donnerstag dadurch auch nicht meine Rewards ziehen, aber ich bin erstmal raus. Macht's gut, haut rein und ciao.